Hallo meine lieben Jungfrauen, wir schauen uns heute den August 2022 für euch an und zwar mit dem Light Seers Tarot. Erste Karte, 7 der Münzen, das ist schon einmal eine Wartekarte. Worauf warten wir denn da? Schauen wir mal. 3 der Münzen. 9 der Stäbe. Was noch für die lieben Jungfrauen? Oh, schön, Hierophant. Die Welt und der Page der Schwerter. Schön, schön. Zehn der Kelche. Das möchten wir in jedem Reading sehen. 8 der Kelche, Stärke und am Boden des Deckes 10 der Stäbe. So, dann schauen wir uns das hier mal gut an. Was ich hier sehe, sind mehrere Major Arcana Karten, die großen Arcana Karten, die Stärke, die Welt, der Hierophant. Wunderschön, diese Energie hier. Du hast offensichtlich viel Zeit und Energie in ein Projekt gesteckt, ja, weil ich sehe hier die 7 der Münzen und die 3 der Münzen. Ich sehe hier mit der 3 der Münzen Teamwork, ja, also das war auch eine Arbeit zwischen dir und anderen Menschen, die da mitgeholfen haben. Und du hast da sehr viel Zeit und Energie reingesteckt. Also diese Karte hier, die zeigt, dass dieser Mensch da, der hat hier gesät, ja, das sind die Samen, und dann hat er diese Saat wirklich auch genährt. Das heißt, er hat da geschaut, dass die Qualität des Bodens passt, dass genügend Nährstoffe im Boden sind, dass Wasser da ist, dass Licht da ist, Sonne, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und er hegt und pflegt diese Pflanze, ja, also dein Projekt, das gedeiht und wächst, aber es ist noch sozusagen noch nicht im Reifestadium angekommen, man muss noch warten, es dauert noch, ja, also gut Ding will Weile haben, du brauchst vielleicht im August ein bisschen Geduld, weil ihr arbeitet dran, ja, es ist im Entstehen, aber es ist noch nicht ganz fertig. Ich sehe auch, dass du hier schon ein bisschen müde bist, ja, diese Warterei geht dir schon auf den Keks und dass das immer noch nicht fertig ist und sich vielleicht sogar nach hinten verzögert hat. Aber glaube mir, diese Karte sagt dir auch, gib jetzt nicht auf. Jetzt ist definitiv nicht der Zeitpunkt aufzugeben. Du hast nämlich die Stärke hier. Du hast die Stärke und die Resilienz, das durchzuhalten, ja? Ich weiß, du willst, dass das schneller geht, aber es läuft halt im Moment nicht schneller, ja? Das Universum hat seine eigene Zeitrechnung, ja? Zeit funktioniert nicht so wie für uns, ja? So nicht so linear, sondern Zeit ist eigentlich relativ, ja? Und deswegen behalte hier die Geduld, versuch dich mit Kraft und Stärke dieser Wartezeit zu stellen, damit da etwas Gutes draus werden kann, ja. Ich sehe auch, dass du etwas hinter dir lässt oder einige von euch lassen etwas hinter sich, was ihnen nicht mehr gut getan hat, ja. Die 10 der Stäbe, das gleich mit den 9 der Stäben, ja, folgend auf die 10 der Stäbe, sehe ich das Ende einer schwierigen Zeit, ja, also Glück nach einer sehr schwierigen Zeit, weil ihr einen sehr langen Weg schon hinter euch gebracht habe. Es war sehr beschwerlich. Die Reise war, also man sieht, ihr seid voll bepackt, ihr habt da wirklich schwer zu tragen gehabt. Und jetzt sagt ihr, danke, ich gehe jetzt. Und man sieht auf dieser Karte, diese Person hat überhaupt kein Gepäck mit, ja. Das heißt, da seid ihr dann leichte Schulter. Ihr habt das alles abgelegt, ja, habt gesagt, so, ich trage das nicht mehr, abgelegt und dann weitergegangen ohne diese schwere Last, ja. Sieht man hier ganz deutlich, dass ihr da etwas Belastendes hinter euch lasst. Und da kann jetzt wieder etwas Neues entstehen, Neues gedeihen, weil ihr einfach jetzt mit leichterem Gepäck hier unterwegs seid. Einige von euch gehen vielleicht einen neuen Bildungsschritt, vielleicht lernt ihr etwas, vielleicht lernt ihr etwas über eine neue Kultur, vielleicht belegt ihr einen Kurs an der Volkshochschule, ganz egal was das ist, vielleicht lernt ihr neue Sprachen, vielleicht lernt ihr einen Tanz, vielleicht geht ihr wieder zurück auf die Universität, vielleicht... Ja, ist ganz egal, aber irgendwie steckt ihr hier eure Nase in die Bücher oder wollt halt etwas lernen. Ihr wollt euch weiterentwickeln. Ihr habt keine Lust, ewig zu stagnieren. Ihr wollt was dazulernen in diesem Leben. Ja, ihr legt Wert auf eure persönliche Entwicklung. Das ist hier euch sehr, sehr wichtig im August. Ja.
Und was ich noch sehe, das sind diese ganz wundervollen Karten hier. Jetzt kommen wir fast zum besten Teil des ganzen Readings, ja. Emotional seid ihr absolut im Glück. Also hier sehe ich ein verliebtes Pärchen, die Kinder glücklich miteinander spielend. Also familiär und beziehungstechnisch schaut es im August extrem gut aus. Entweder du hast deinen Traumpartner schon gefunden oder du findest ihn vielleicht im August. Es ist eine wunderbare Karte. Und selbst wenn du keinen Traumpartner suchst und alleine glücklich bist, dann hast du eben hier liebende Familie, liebe Freunde um dich herum, mit denen du sehr glücklich und erfüllt bist. Ja? Also du brauchst da gar nicht mehr suchen, weil die Suche ist schon abgeschlossen, du bist schon glücklich, ja? Dein Herz ist schon erfüllt. Mit dem Hierophanten sehe ich hier auch ein längeres Commitment. Das heißt, du lässt dich vielleicht auf eine Sache ein, die länger dauert. Das heißt, du unterschreibst vielleicht einen Mietvertrag, du unterschreibst vielleicht einen Vertrag für eine bestimmte Ausbildung, die länger dauert. Vielleicht unterschreibst du einen neuen Arbeitsvertrag, aber es ist auf jeden Fall ein Commitment da. Vielleicht heiratest du sogar, ja? Also das sind längerfristige Dinge, auf die man sich hier einlässt mit dem Hierophanten. Und die versprechen absolute Stabilität. Das ist was länger Andauerndes, ja? Das ist nichts, was nur ein, zwei Wochen geht. Und hier haben wir die Welt. Wunderschön. Das ist genau die Art von Weiterentwicklung, von der ich vorher gesprochen habe, hier bei dem Pagen der Schwerter. Ja, ich habe dir gesagt, es ist dir wichtig, dich weiterzuentwickeln. Und hier durchschreitest du das Tor in eine neue Welt, in eine neue Erfahrungswelt. Ja, es bieten sich dir neue Chancen und du möchtest da auch hineingehen. Und man sieht, wie glücklich du bist. Ja, man sieht hier auch doppelt, sowohl in der großen als auch in der kleinen Arkana wiedergespiegelt, dass du eine schwere Zeit hinter dir lässt, ja, dass du alle Prüfungen bestanden hast, die notwendig waren und dass du jetzt zum nächsten Level aufsteigst. In den großen Arkana ist das hier die Nummer 21, das ist die letzte große Arkana, die es gibt, bevor alles wieder mit der Null anfängt. Und hier bei den kleinen Arkana, da haben wir die 10 Stäbe und das ist die letzte Karte, bevor es wieder mit einer 1 anfängt. Ja. Das heißt, man sieht deutlich und hier gleich darunter auch noch der Chariot, ja. Chariot ist die Karte vom Krebs und die Karte der Weiterentwicklung, die Karte der Bewegung. Ja? Also du hast hier irrsinnige Fortentwicklung. Vielleicht ziehst du sogar um. Ja? Das ist eine Karte der Reise und des Umzugs. Das ist auf jeden Fall eine Karte der Bewegung. Es hört auf zu stagnieren in deinem Leben. Ja? Diese Warterei, die ist dann auch irgendwann fertig. Ja? Und du sagst, so, jetzt kann ich mich weiter bewegen. Und zwar leichten Schrittes und leichten Gepäckes. Diese Schlepperei da von vorher, die tue ich mir überhaupt nicht mehr an. Ja? Also es wird leichter, es wird angenehmer und man sieht, du bist glücklich, du lässt dich auf was Längerfristiges ein. Jetzt schauen wir noch, in welche Richtung geht denn dieses längerfristige Commitment für manche von euch? Also eine Klärung für den Hierophant bitte. Eine Klärung für den Hierophant. Wohin geht dieses längerfristige Commitment? Kelche, ja, also das ist eine Sache, wo es um das emotionale Wohl geht, ja. Also hier geht es für einige von euch um die Tatsache, dass ihr gewisse Dinge in eurer Vergangenheit, gewisse Fehler nicht noch einmal machen wollt. Deswegen lasst ihr euch jetzt auf etwas viel Stabileres ein, ja. Ihr habt davor die Erfahrung gemacht, ups, diese Kelche, die waren gar nicht stabil. Beim kleinsten Windhauch sind die umgefallen, ja. Das hat euch nicht glücklich gemacht. Deswegen sagt ihr jetzt hier mit dem Hierophanten so, in Zukunft setze ich auf ein stabileres Pferd, auf etwas, das wirklich Hand und Fuß hat, das verwurzelt ist in der Erde. Da möchte ich nicht mehr, dass mir sowas noch einmal passiert, ja, dass beim kleinsten Windhauch alles einstürzt, ja. Also ihr schaut wirklich drauf, dass es emotionale Stabilität euch auch bietet. Dann schauen wir noch, was wir hier haben mit den positiven Affirmationen für die Jungfrau. Positive Affirmation für die Jungfrau im August, bitte. Okay, wir haben schon eine und zwar: I surround myself with people and experiences that radiate positivity. Ich umgebe mich mit Menschen und Erfahrungen, die Positivität ausstrahlen. Das heißt, es ist dir sehr wichtig, dass du nicht mehr mit solchen Nein-Sagern und Ja-Aber-Sagern zusammen bist, sondern mit Menschen, die wirklich deine Träume und deine Ziele unterstützen. Und das ist auch genau die richtige Qualität von Menschen, die du um dich herum haben sollst. Dann haben wir hier den Steinbock als Glückszeichen für dich und die Nummer 12. Ja, das ist wirklich interessant, dass wir hier die 12 haben, weil wir haben hier die 5 und 7, ja, sind wir schon wieder dabei und wir haben die 21, das heißt genau umgedreht, ja, 2, 1, 1, 2. Also diese Karten, die wiederholen sich, die spiegeln sich wieder in den Würfeln, ja. Wunderschön, gefällt mir. Ich bin damit eigentlich fertig. Falls du mir monetär danken möchtest, gibt es hier einen PayPal-Link. Das ist paypal.me, Tanja Marino.
Dann bedanke ich mich natürlich für dein Like unter diesem Video und für dein Abo auf dem Kanal. Beides ist vollkommen gratis für dich. Und wer auf meine Social Media vorbeischauen möchte, der kann das hier tun unter linktree-sabayoga. Ich wünsche euch einen ganz schönen August, liebe Jungfrauen. Macht es gut und bis bald. Tschüss!